Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Als ich heute total Langeweile hatte im Unterricht und natürlich dann angenommen wurde, als ich nicht aufgepasst habe. Naja, ungefähr so. Und jedenfalls ist mir eine Idee zu einem Video gekommen, weil es sich einfach noch nicht lohnt bei der Menge meiner gekauften Bücher. Ein Book Haul zu machen. Jedenfalls hatte ich die Idee, wir, das heißt also ihr und ich, dass wir uns auf die Suche nach dem schlechtesten Buch überhaupt begeben. Und zwar habe ich beschlossen, es gibt ja so viele gute und tolle Bücher und grandiose Bücher und einfach Bücher, die einfach nur geil sind. Und man ja eigentlich bevorzugt diese Bücher liest, weil warum sollte ich ein schlechtes Buch lesen, wenn es schlecht ist? Aber irgendwie ist mir vor lauter Langeweile die Lust hochgekommen, quasi ein schlechtes Buch zu lesen. Und dazu brauche ich natürlich eure Hilfe, weil ich weiß natürlich nicht, welches Buch schlecht ist. Ich weiß natürlich von meinen Gelesenen, welche schlecht sind. Aber natürlich nicht, was sonst noch so rumfleucht und kreucht auf dieser Welt, was es sich eigentlich nicht lohnt zu lesen. Und wenn ich sage schlechte Bücher, meine ich eigentlich nicht solche Bücher, die ich anfange zu lesen und denke, boah, sind die langweilig, und die ich dann weglege. Sondern eigentlich mehr so Bücher schlecht in die Richtung, dass ich beim Lesen einfach nur denken muss, meine Fresse, ist das schlecht, und dass man sich eigentlich quasi darüber amüsiert, wie schlecht dieses Buch eigentlich ist, geschrieben ist, wie auch immer, von der Schreibweise, von der Handlungsweise, von der ganzen Geschichte überhaupt. Ja, dass man sich eigentlich beim ganzen Lesen einfach nur darüber lustig machen könnte, und so ein Buch suche ich. Denn ich werde mir dieses Buch dann natürlich kaufen und lesen, und ich hoffe, ich werde mich darüber amüsieren, wie schlecht dieses Buch ist. Ja, das gibt es natürlich die Möglichkeit, uns auch mal über schlechte Bücher auszutauschen. Eigentlich habe ich auch Lust, mich darüber aufzuregen. Ich bin ein Mensch, der sich sehr, sehr gerne aufregt über Dinge, die ihn etwas angehen und vielleicht auch nicht angehen. Ich reg mich halt gerne auf. Ja, wirklich. Wirklich. Und natürlich gibt es uns auch die Möglichkeit zu sehen, hey, was finden dann andere schlecht und was, um welches Buch mache ich vielleicht lieber doch einen Bogen, obwohl ich eigentlich dachte, dass ich es vielleicht irgendwann lesen werde. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich euch jetzt damit sagen wollte. Ich hoffe, ihr macht zahlreich mit, und ich freue mich auf eure Zuschriften, wie auch immer, über Facebook. Ihr könnt es hier in die Kommentare schreiben oder mir einfach auch eine Nachricht schicken oder auch mal auf meinen Facebook-Account gehen oder mir bei meinem Blog was schreiben, wie ihr wollt. Sucht euch etwas aus. Ich freue mich auf eure Zuschriften. Bis dahin, bye bye.